Hallo und herzlich willkommen zu IFES. IFES ist eine Demo-Version, die ist momentan bei Steam verfügbar. Durch Zufall habe ich sie gefunden, mir runtergeladen, reingespielt und es für sehr schick empfunden. Möchte ich euch nicht entgehen lassen, deswegen schauen wir mal gemeinsam rein, was es so zu bieten hat. Ich kann euch nicht sagen, wie lange es dauert. Ich habe so eine gute Stunde, etwas über eine Stunde gespielt und es war noch nicht zu Ende. Ich denke, es gibt eine ganze Menge hier zu entdecken. Die Demo-Version ist bestimmt etwas länger als geplant. Ende machen wir halt dann noch einen zweiten Teil, vielleicht noch einen dritten. Ich weiß ja nicht, wie viel Inhalt hier kommt. Wir schauen einfach mal. Gut, ich starte mal. Das Jahr 2349. Die Menschheit ist von der sterbenden Erde in alle Himmelsrichtungen, in alle Sterne geflüchtet. Ja, in den vorangegangenen Jahrhunderten, als das Ökosystem zusammenbrach und die Welt brannte. Sehr schnelle wissenschaftliche Entwicklungen und Forschungen und dazu ein Mangel an Regulation führten zu goldenen Jahren oder zu einem goldenen Zeitalter des technologischen Kapitalismus. Ja, wankende Regierungen und unfähig ihre Differenzen beiseite zu legen für das Größere besser, schafften ein Vakuum, was schnell bei diesen gigantischen Firmen oder von diesen gigantischen Firmen gefüllt wurde und globale Konglomerate schaffte. Eine neue Ära begann für die Menschheit und sie startete ihre Erkundungen, Kolonisierungen in abgelegene Planeten von der Erde, weit weg von der Erde. Ressourcenwelten sind geboren durch Megakonzerne, die diese Planeten entdecken und weit entfernt von unserem oder hinter unserem Sonnensystem. Heimat neuer, unentdeckter oder entdeckter natürlicher Ressourcen von unschätzbarem Wert und es begann eine rücksichtslose Ausbeutung dieser Planeten. Du bist Mewe, ein früherer Bergbauingenieur für das galaxieumspannende Astralressourcenunternehmen ARC. Also das ist ARC, ne? So, bewaffnet mit einem alten Bergbauanzug und den Wissen von 20 Jahren harter Arbeit. Und Roland, deinen familienvertrauten, intelligenten, deine familienvertrauten Intelligenz und Kompagnon. Du hast einen Stück Land erworben auf dieser Ressourcenwelt und so nennst sie nun dein neues Zuhause für vielleicht den Rest deines Lebens. Ja, live übersetzt, Wahnsinn. Hätte nicht gedacht, dass ich das alles weiß. So Pi mal Daumen wird es schon gestimmt haben. Ja, irgendwo auf der Oberfläche von Ithus, wie auch immer. Ich bin Tanja, also sind wir eine Dame, okay. Ja. Passt auch mit dem Laufstil. Naja, gut. Okay, wir haben WASD, wir haben die mittlere Maus-Button, den wir bewegen können und wir können mit... Ja, und wir können mit Steuerung und Mausrad können wir reinzoomen. Ja, ich weiß nicht, ob das Gerede unbedingt wichtig ist. Ihr könnt es euch ja gerne anhören. Das ist unser Zimmer. Aber ich würde sagen, wir machen mal los. Gehen mal hier raus. So. Okay. Uiuiui. Ja, ich würde sagen, rausgehen ist keine Option. Entweder ist das. Sind wir unten? Ja, wir sind unterirdisch wahrscheinlich, ne? Das ist Magma. Mhm. Subi. Was ist denn das hier? Nix. Oh, nix. Können wir nichts anfassen. Gut, gehen wir weiter. Eine automatische Tür, welche sich öffnet. Locked and unlocked remotely. Okay. Was müssen wir denn hier finden? Müssen wir hier was finden? Das hier vielleicht? Das sieht gut aus.
Aha. Doors open. Das sah gut aus. Okay, ja, wir laufen ein bisschen. So. Ja, können wir machen. Hier ist zu. Dann gehen wir mal hier lang. Können wir mal ein kleines Stück rennen hier. Ja. Vor allem so gut abgestellt, ne? Naja, gut. Vielleicht waren wir im Eile oder die anderen. Keine Ahnung. So. Okay, down we go. Better not start without me. Dann mal ins Forschungslabor oder in die Forschungsebene. So, wunderbar. Was gibt's hier? Nichts. Science Lab, da sind wir drin. Oder kurz davor, je nachdem. Da ist wieder zu. Wir brauchen eine Karte. Eine Karte. Haben wir eine Karte? Okay, wir müssen jetzt das Büro von mir finden. Oh, hier geht was auf. Sehr gut. Okay. Ah ja. Sind wir da richtig? Ja, das sieht das so aus, ne? Haben wir jetzt auch wieder was? Was ist das hier? Okay. Facility Lockdown. Aces. Facility Omega Expedition führte Führungsbüro. Systemstatus nominal. Facility Lockdown. I definitely don't think that's a good idea right now. Ja, das finde ich auch. Ich nehme mal das hier, das sieht ja aus wie ein Chip. So, haben wir. Lockdown ist ja nicht, da kommen wir ja nicht mehr raus, ne? So. Lauf mal ein Stück hier. So, mal gucken, ob es jetzt aufgeht. Und es geht auf. Wunderbar. So. Da ist alles gesperrt. Können wir hier was machen? Nee. Interagieren. Hier geht's rein. Das ist aber schön. Aha. Excellent. We hope we didn't disturb you. I was busy. Are we prepared to begin? Da ist es. Yes, of course. The sample is waiting. When you're ready, just retrieve the drone prototype from the box and come on in. Take your time. Ja, nehmen wir doch. So, haben wir einen Begleiter. Sogar mit Lampe. Sehr gut. Juhu. Welcome, Dr. Lee. We're up here in the gallery. The containment field is running. Go ahead and use the console to start the test when you're ready. Okay, wir sollen einen Test machen mit der Probe. Machen wir das mal. Gravitational stability is nominal. Dr. Lee, you can okay, Schutzbarriere wird entfernt. Well, here goes nothing. All that work for this moment. Upsala. Oh my god. The sample. Graviton readings are through the roof. We have to shut it down. No, let it run. We need the data. Okay. Warte mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, wir kommen nicht raus, Hilfe. Ja, auf der Oberfläche von Aethys. Etwas später. Oh, okay. Roland, are we far? Almost there. A little further. Okay, willkommen auf der Oberfläche. Bla 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 bla. Mit J kannst du dein Journal öffnen. Mit T kannst du Tutorial-Sachen abfragen. Ja. So. Wunderbar. Es gibt hier ein paar Ressourcen. Und zwar, ja, nennen wir es mal grüne Biomasse. Die brauchen wir für verschiedene Sachen. So, wunderbar. Jetzt kriegen wir so ein bisschen erklärt, wie wir was hier machen können. Okay, let's warm up your laser with something
Okay. So, jetzt können wir mal in unser Inventar schauen. Wir haben also hier dieses Grünzeug, was wir einsammeln. Biomasse und Kaktusfrüchte. Das sind die rosafarbenen, die hier dann davonfliegen. Kann aber auch sein, dass hier mal sowas drin ist. Ja. Ja, und das Grüne, was hier liegt, das sind halt die Biomasse-Sachen. Und das andere ist halt die Nahrung. Ist hier noch was rübergeflogen? Jawohl. So, wunderbar, haben wir das. Wir nehmen das mal mit. Gibt es hier noch was? Nee, im Moment nicht. So, und da Spaß, so läuft das. Sehr schön. Gut, gehen wir mal weiter. Können wir später noch ein bisschen was davon abbauen? Dann haben wir hier. We're here. Aha. Ja, wir müssen das Gebiet hier ein bisschen säubern. Und daraus gewinnen wir Schrott. Und dann können wir das einsammeln. It may also be one of the richest claims on Ethos, if your hunch pays off. So, schauen wir uns mal um. Da geht's irgendwie rein. So, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen reingespielt. Und wir schauen uns erstmal um. Ihr seht auch, wir haben links Energiebalken, wir haben Essensbalken, wir haben eine Getränkebalken, also Flüssigkeit. Wir haben 100 Leben, wir haben 100 Sauerstoff. Wir haben hier eine Tragekapazität von maximal 60. Es ist Nachmittag. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal hier rein. Dafür brauchen wir einen Zahlencode, den haben wir nicht. Vielleicht kriegen wir den aber hier. New Entry, wir schauen mal mit J. Ja, die Wüste ist hat brutale Hitze und ist natürlich bedeutend kühler in den Höhlen. Ja. Leider kein Code, würde ich sagen. Warte mal, ich prüfe nochmal. Ne, der Projekt Gaia. Ne, das ist das persönliche Log. Können wir leider nicht reinschauen. So, schauen wir nochmal ein Stück hier weiter. Ja, wir haben links oben dann auch noch die Sachen. Die wir machen sollen. Ja. Hier hinten haben wir Wasser. Oder zumindest sowas, was so aussieht. Ja. Würde ich mal sagen. Haben wir hier einen Krater? Okay, wir sehen keinen Boden. Das heißt, unten ist Nebel. Das kann sonst irgendwas sein. Oder es kann ein Vulkanschlot sein. Man weiß es nicht genau. Wir kommen hier auch nicht weiter. Gibt es eine Barriere? Ja, geht nicht weiter. Und hier hinten ist auch eine Barriere. Kommen wir auch nicht weiter. So, wunderbar, dann haben wir das auch. Na, wo ist denn mein... Ja. Gut, dann können wir wieder ein Stück vorgehen. Okay, hier haben wir eine Kiste auf jeden Fall. Und dieses Gebiet sollen wir ein bisschen säubern. Wir haben auf alle Fälle Wasser drin. Und zwei Terraforming Charges. Eine niedrig Explosionssache.
die halt hier kleinere Felsen und so wegräumt. Kann nicht in ihre Bestandteile zerlegt werden. Okay. Gut, aber weißt du was, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja vielleicht auch was reintun, was wir gerade nicht brauchen. So, ich denke. Weißt du was, wir können mal hier das testen. Das bringt 3 Energie, 3 Nahrung und 5 Flüssigkeit. Ich würde es mal nehmen mit der linken, hier mit dem Mausrad wird es genommen. Und wir müssen mal auf die Balken hier achten. So, bisschen gestiegen. Wasser bringt 20 Hydration und 5 Energie, kann ich auch mal nehmen. Ja, da geht auf alle Fälle was. Gut, ups. So, haben wir. Hier alles einsammeln. Ist das alles so Schrott für uns? Wunderbare Sache. Mal bloß aufpassen, dass wir nicht zu schwer werden. Okay, also das funktioniert ganz gut. Upsala, jetzt sind wir in der Pflanze drin. Okay, da haben wir jetzt schon mal hier ein bisschen Platz geschaffen, so wie wir das sollen. Und wir sind im Moment etwas voll. So, haben wir. Okay, wir können das Baumenü öffnen mit B. Dann haben wir hier Gebäude und Inventar. Gehen wir auf Inventar, da sollen wir hier so den ersten kleinen Ofen uns bauen. Das machen wir mal. Den setzen wir hier hin. Haben wir nämlich erstmal was. Ja. Und jetzt können wir hier uns Sachen herstellen. Feine Sache. Das war ein bisschen laut irgendwie, ne? So, das tue ich mal alles rein. Das Gras hier kann man nicht benutzen oder irgendwie machen. Okay. Gut, das stellt jetzt erstmal ein paar Bauplatten her für uns. Ich kann derweil das hier dann nochmal einsammeln. Und dann können wir uns ein paar Dinge hier bauen. Ja, das geht übrigens auch hier. Ja, da kommt richtig viel dabei rum. Gut, haben wir das erstmal. Ja, können wir dann später noch einsammeln, was hier so rumliegt. So, jetzt haben wir auf alle Fälle schon mal so ein paar Platten hier. Das ist schon mal ganz nett.
machen wir noch ein paar weitere. Und jetzt können wir das Menü öffnen und jetzt haben wir schon die erste Struktur, die wir bauen können. Dafür brauchen wir Schrott und wir brauchen diese Bauplatten. Ja, das werden wir gleich mal erledigen. Schrott ist ja relativ schnell organisiert. Haben wir alles umgewandelt, ist aber nicht so schlimm. So. So, und wir sammeln sogar Sachen ein, die wir hier durch Zufall kaputt machen. Ja, nämlich wenn du hier in den Boden schießt, funktioniert das auch ein bisschen. Oder wenn du hier auf Steine schießt. Das geht auch. So, okay. Dann einmal B drücken. Einmal die erste Struktur. Könnt ihr mit dem Mausrad drehen. Würde die jetzt mal so hinsetzen und da ist er auch schon gebaut. Sehr schön. Ja. Warte mal, so. Das wäre jetzt so unsere erste Struktur, die wir haben. Das Schöne ist, wir können die jederzeit, wenn wir mit B hier reingehen, können wir sie versetzen. Ja. Wahrscheinlich nicht, wenn wir drin sind. Das geht nicht. Und wir können sie auch wieder zerlegen und bekommen die Ressourcen zurück. Das ist eine ganz feine Sache. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Hier unter Select the Construction. Und jetzt können wir es bewegen oder wir können sie zerlegen. Was wir halt wollen, ne? So, dann brauchen wir ein Bett, hat er gesagt. Ja. So. Werden wir uns das mal machen und dann gehen wir auf dann Möbel. Warte mal, du musst das mal reingehen, glaube ich, oder? Sonst wird das nichts. So, Möbel. Komm uns hier erstmal. Okay. Roland, it's a metal box with a bed in it. Not exactly the Sagwa Palace. So. Well, the good news is I'm getting energy readings from within the cave system nearby. Perhaps a power source we could use to build something a little more homely. Sollte nicht immer den ganzen Schrott verbrauchen, ne? Egal. Wir holen uns neuen. Geht ziemlich schnell. Again. Somewhere to store all the victims we're inevitably gonna find? Yes, and somewhere to do something a bit heartier than a cactus would. You're wasting away. In die falsche Richtung geschossen. Warte mal, das können wir vielleicht einsammeln. Ne, das war nichts. Mal voll. Das heißt, wir können erstmal zurücklaufen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Schrott und ich habe genug zum Bauen Sachen. Und wie gesagt, wenn wir es zerlegen, bekommen wir es wieder. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Muss ich ganz kurz schauen. Genau. Unter B einmal die ganzen Sachen, die es da so gibt. Ja, wir können jetzt hier so einen Grill zum Beispiel setzen. Ja. Dann können wir uns was für die Wassergewinnung bauen. Das ist sehr gut. Und wir können uns drinnen eine Kiste machen. Die können wir aber auch erstmal lassen, weil wir haben hier eine Kiste. So, ich setze trotzdem eine. So, haben wir eine Kiste.
dann, ja, das ist es erstmal. So, jetzt würde ich mal schauen, ob wir mit den Strukturen hier was anfangen können. Wir nehmen das mal raus, das kann rein und auch das. Und ich würde mal gucken, ob wir am Grill uns hier ein bisschen betun können, denn ich bräuchte dringend was zu essen. So, schauen wir mal, kochen. Ah ja, das haben wir. So, mal hier drauf gedrückt. So viel wie geht. Ah, a hot meal, finally. Gotta keep on top of my nutrition while I'm working. Ja, das ist doch nicht schlecht. I always feel a lot stronger when I've eaten well. Ja, da können wir mal was zu uns nehmen. Vieles leider nicht, aber es wird reichen müssen. Ich brauche noch ein bisschen Grünzeug, dann können wir noch ein bisschen was machen, ne? Wunderbar. So, mal in die Kiste noch geschaut. Da haben wir kein Grünzeug mehr. Ja, wir müssen auch sehen, dass wir hier weiterhin zu uns verbessern, denn wir haben nämlich hier, bin mir noch nicht sicher, aber für uns hat es gereicht, aber es könnte sein, dass wir hier ein bisschen Ressourcenmangel trotzdem haben. Ja. Das wäre dann nicht so schön. So, nachdem wir uns hier ein bisschen jetzt gestärkt haben und ein bisschen was zu essen haben, können wir gerne hier nochmal reinschauen. So, haben wir. Das nehme ich mal mit und den Rest werfe ich mal in die Kiste. Und ich mache das auch nicht so voll. Ja, weil wenn es hier fast voll ist, brauche ich das nicht reintun. Das sind 5 Energie, die reinkommen. Da würde ich 3 Energie verschwenden. Vielleicht brauchen wir die. So, jetzt werde ich mich mal drum kümmern, die Höhle zu finden. Und die ist nämlich hier. Ja. Okay. Da haben wir eine Frucht eingenommen. Ja, und dann geht es in der Höhle weiter. Wir müssen bloß hier aufpassen. Wir haben nämlich hier keinen Sauerstoff. Okay. Ein Glowstick. So, this is it. The mother load. Ich weiß nicht. Ich bin nicht dran gekommen. Der Wasserpumpe, das ist ja mal genial. Und einen neuen Eindruck haben wir hier. Okay, ich gehe erstmal zurück. Weil unser Sauerstoff, wie gesagt, wird hier abgezogen in dieser Höhle. Wir haben aber gerade wunderbare Sachen bekommen. Aha, ein Oxygen-Dome. So, just remember, the domes won't be effective if you overuse them. Now that you've got that RTG, let's get a basic habitat built. Okay, das werde ich mal essen. So, dann sind wir da wieder voll.
Genau. So, wir sollen ja jetzt... finde den Eingang zur Höhle, haben wir gemacht. Die Energiequelle haben wir auch lokalisiert. Baue das Basishabitat und platziere die Energiequelle. Da gucken wir mal. So, bauen mit B. Strukturen. Wir haben eine neue Struktur, die braucht 5 solche Blöcke. Nee, hör mal auf. Geh mal raus hier. So. Jawohl. Warte mal, ich muss noch mal gucken, wo wir das hinbauen. Vielleicht hier vorne hin? So, ich lade mal ganz kurz was aus und wir haben ja solche Sachen bekommen hier, die werde ich euch gleich mal zeigen. Und zwar diese Sachen hier, das tue ich mal raus jetzt. So, und zwar ist das ein Medium Terraforming Charge und eine Small Terraforming Charge. Das heißt, für kleinere Sachen können wir die kleine nehmen, ja. Ich habe die jetzt mal mit der Taste 1 auf die 1 gesetzt. Ja, und wenn ich das jetzt auswähle, dann ist es ausgewählt und ich würde jetzt mal probieren. Wir schauen mal. Ja, wir schauen mal, ob ich das jetzt hier hinbekomme. Die Taste 1 und jetzt müssten wir das mit R rein theoretisch werfen können. Das machen wir mal. Ja, das klappt jetzt nicht, oder? Das machen wir noch mal. Das wäre natürlich jetzt blöd, aber... reicht das nicht aus? So, wenn nicht, dass das eine große ist. Ja, okay. Dann haben wir ein bisschen was verschwendet. Und bei dem Zerlegen hier, ja, dann kriegt man auch hier so Sachen raus. Und da können wir auch wieder was damit anfangen. Okay, gut, wir haben sie auf alle Fälle hier erstmal geplättet, haben wir ein bisschen was vertan, aber was willst du machen? Man muss es ja ausprobieren, ja? Bei mir seid ihr live dabei. Okay, dann haben wir das. Gut, dann heißt es jetzt bauen, und zwar das, die große Struktur hier, die sollen wir ja setzen. Die können wir auch jederzeit wieder abreißen. Ich finde es bloß nicht so schön, dass man das nicht so gut sieht. Das ist ein bisschen Manko. Ist die kleine, ja. Ich setze die jetzt mal hier hin. So, gesetzt. Dann gehen wir mal raus. So, okay. Jetzt haben wir hier. Ah, das ist natürlich doof, ne? Okay, der bringt uns diese Ressourcen hier. Ja gut. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wir können das ja umsetzen, haben wir gesagt. B. Ne, ich muss die anklicken, sowas. Jetzt kann ich sie bewegen. Und so sieht das doch schon besser aus. So, brauchen wir natürlich eine Eingangstour irgendwie, damit wir da hochkommen. Ja. Haben wir auch. Und da können wir reingehen. Schicke Sache.
Ja, gemütlich. So much scrap around here I can melt down. Okay. Good plan. The regolith we gather from the nodes in the cavern will provide us with all the building materials we need. So, das wollte ich. Und dann, ich weiß gar nicht, wie es jetzt richtig rum ist. Ich mache das jetzt mal einfach so. Ja, passt zufälligerweise. Sehr gut. So, den können wir auch gleich mal. Das ist hier unsere kleine Kochstation. Geht nicht rein. Okay, manche Sachen könnt ihr nicht rein tun. Die sind dann einfach so. Ja. Das können wir als Nachttisch nehmen. Jawohl. Wie geht das denn? Oh, cool. Mach ich mal vor das Bett zu. Gut, dann haben wir das. Dann können wir hier rausgehen. Dann haben wir schon mal ein bisschen eingerichtet. Unseren Wassersammler. Können wir mal gucken, ob wir den noch rausbekommen. So, und das würde ich mal dismanteln. Und das heißt, wir kriegen die ganzen Ressourcen zurück, die wir reingesteckt haben. Und das ist echt eine schöne Sache. So, ich würde gerne mal hier reinschauen. Hat er schon was für uns gesammelt? Oh, krass. Der hat Wasser für uns. Cool. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt versetze, wir haben noch 3 Minuten, wenn ich das jetzt versetze, hat er damit ein Problem? Ich mach das mal so. Und wir schauen uns das mal an. Nö, hat er nicht. 7,5 Minuten dauert das. Wunderbar. Das sind wie viel Liter? 20 Hydration bringt das. Das ist doch kein schlechter Wert. Und 5 davon. Ich würde das aber gleich mal nehmen, denn wir brauchen ein bisschen Wasser. Und ich muss mal gucken, vielleicht muss ich mir noch einen bauen. Gehe ich nochmal ins Baumenü. Hier. Da baue ich mir nochmal einen. Sehr gut. Okay. Wir gehen mal rein. Ja, das sieht ja gut aus. So, was soll man jetzt machen? Den Eingang haben wir gefunden. Die Powerquelle haben wir auch gefunden. Das Basic Habitat haben wir. Und wir sollen die Energiequelle noch reinsetzen. Energiequelle. Ich suche einfach mal ein bisschen, bis wir sie haben hier. Neben dem Reaktor zu schlafen ist, glaube ich, immer gut. Aber ich setze den mal da hin. Wunderbar, da haben wir das. Yep. A lot better than that little metal box, right? Okay, 3, 6, 9, 12, 15. Mhm. It has power. Now we can really get things started with some proper equipment. Indeed. Plenty of facilities to construct in order to start processing those resources from the caverns. We can start exploring deeper underground as well. Ooh, there is bound to be good stuff down there. Okay. Gut, dann können wir erweitern. Den Regolith-Printer sollen wir bauen. Das ist der hier. Machen wir das mal. Kannst du da mal ein Stück weggehen? Das wäre echt cool. Nicht im Weg stehen hier. Warte mal. So. That's the printer set up. So, schauen wir mal rein, was der uns bringt. Ah!
neues Baumaterial aus 9 Sachen, Regolith, und da haben wir doch eine ganze Menge davon, von dem Zeug. So, mal was getrunken wieder. Dann können wir das mal reintun hier. Und da macht er was draus. Sehr schön. Okay. Als nächstes soll man Steinzerleger und Basisschmelzer und die erste Kalinitbar. Okay. Kalinitbar, das wird bestimmt ein Produkt sein, ne? Soll man daraus herstellen? Ich weiß es nicht. So weit war ich vor uns nicht. In meinem Tesla, was habe ich denn hier? Stone Crusher. Basic Smelter. Das ist der Energiebedarf, ne? Das sehen wir 2. Das sehen wir dann auch am... Ne, das will ich nicht. Das sehen wir dann auch an ihm hier. Okay, ich brauche 5, 15 und 5 davon. Und dafür brauche ich Barren. Mhm. Okay. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Okay, da haben wir 12 Stück, ist doch wunderbar. Das ist das. Ja, der kann halt nicht drin stehen. Ist aber auch kein Problem für uns, denke ich. So, ich kann mal das hier reintun. Achso, habe ich eigentlich hier noch was drin? Ja, siehst du? Hier könnte man mal das Essen reintun, das Fertige. Und allgemein das andere Essen. Trinken kann hier rein, das weiß ich nicht. Das könnte man mal mitnehmen eventuell. Oder? Weiß ich nicht. Nehmen wir mal mit. Das Wasser kann da rein. Das nehmen wir mal mit. Okay. Wir machen eine kleine Exkursion in die Höhle. Wir werden mal gucken, was wir jetzt noch finden. Ja, dass das mit dem Dings jetzt nicht geklappt hat. Ich hätte gedacht, das ist das Kleine. Ich habe es nicht ausprobiert vor uns in meinem Testlauf. Ist aber, denke ich, auch nicht so schlimm. Die war leer. Oh, der sammelt nichts mehr. Der hat keinen Strom, ne? Da können wir nichts machen, da können wir auch nichts machen. Da ist auch alles leer. Sieht's bei uns mit. Ja, ich bin dran. Oh, das war was Rotes. Hier kriegen wir schon Sauerstoff. Aha, sehr gut. Da können wir derweil mal hier reinschauen, was das ist. Und zwar Dust Ruby. An Uncut Red Gemstone, which gives the effect of glowing with an inner light. Mhm, also der glüht halt von innen heraus. Was haben wir denn hier? Lotus Seed. Ja, ich glaube, wir müssten wahrscheinlich auch mal selber was anpflanzen, ne? Sofern wir das können. So, die Kiste haben wir schon. Dann gehen wir mal hier rüber. Okay. Die geht nicht auf. Wir haben ein Solazin aufgenommen. Mhm.
Oh, sehr gut. Wieder was zum Sprengen. Wo geht's hier lang? Sieht's aus mit dem Sauerstoff ganz gut im Moment. Ah! Look, Maeve! A drilling site. This doesn't look nearly as Biomasse-Generator. Perhaps there are supplies we can scavenge. Okay, Solazin-Generator. Was sagt unser Sauerstoff? Oh, das ist so ein Ofen hier. Was sagst du? Du sagst gar nichts mehr. Ein neuer Eintrag kommt dazu. Kann ich den mitnehmen? Warte mal. Kann ich den hier mitnehmen? Ich kann ja nicht bauen, ne? Nee. Gut, ich glaube, wir müssen zurück. Wo geht's denn da lang? Kommen wir da auch zurück? Maeve, watch your oxygen levels. Oh, du geh doch mal raus hier. Boah, jetzt springe ich hier nicht drüber. Ich riskier's mal. Komm, lauf. Ja. Das sieht gut aus. Da müssen wir raus, genau. Okay. So. Wunderbar. Haben wir denn noch ein bisschen Platz hier? Und Platz haben wir noch gerade so ein bisschen. Einfach mal ein bisschen durchatmen, ne? Ganz ruhig. Okay, dann geht's weiter. So, dann gehe ich nochmal hier rein. Was ist das eigentlich? Pilze! Oh, cool. Du machst nichts. Das ist immer genial. Ich will noch einen Pilz haben. Pilze sind cool. Hier. Dreht sich was. So, ich nehme nochmal Sauerstoff. Okay, den Steinzerleger müssen wir machen, die Basisschmelzer und produziere den ersten Kalinitbarren. Da siehst du. Ups. Dann läuft das doch. Na komm. Ist auch noch ein Pilz. Können wir später auch noch holen. So, ich würde gerne noch mal gucken gehen. Ich glaube, hier sind wir rausgekommen, ne? Ja. Okay. Das hier hat man, oder? Da kommen wir nicht ran, so wie es aussieht. Okay, gehe ich erstmal raus. Wir schauen mal, was wir machen können aus den Sachen, die wir bis jetzt gefunden haben. Vielleicht ein bisschen die Basis erweitern auf jeden Fall. Das können wir auch noch machen. Wir sollen noch eine Route tiefer in die Höhle finden. Nein, ich vermute mal, wir müssen uns da sprengen, hä? Müssen wir bloß gucken an der richtigen Stelle. Wir finden ja nicht umsonst hier Sprengstoffe, ne? Ja. Okay. So. Ups. Was kannst du denn hier machen? Du kannst daraus was machen und du kannst daraus was machen. Mhm.
Basis Essen. Das können wir mal nehmen. Hatte ich das vom Grill alles mitgenommen? Ja, okay. Hier ist es. Das habe ich gesucht. Wunderbar. So, das ist das. Das kann mal raus hier. Das kann ich hier mit rein tun. Haben wir hier noch Platz dafür? Ja, nicht wirklich. Okay, ich nehme die mal mit. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich auch noch mal mit. Was zu essen brauche ich jetzt nicht. Der hat ja ein bisschen Zeug hergestellt. Das ist gut. Energie. Okay, gut, ich kann noch mal gucken hier. So bauen jetzt die Strukturen. Wir könnten jetzt hier noch was bauen. Das wäre eine Idee. Da 20 brauchen wir dafür. Wow. 20 und Regolithbrenner, den haben wir. Wir bräuchten den jetzt, ne? Den Stone Crusher. Ich probiere mal, was wir hinbekommen. So, den brauchen wir. Haben wir? Was macht der jetzt? Der macht aus den Sandstein. Oh. Oh. Aha. Das ist ja mal interessant. Das ist ja mal sehr interessant. Coole Sache auf jeden Fall. So, was können wir denn noch bauen? Da brauche ich ein bisschen mehr und da brauche ich auch ein bisschen mehr. Habe ich nicht. Das ist kein Problem. Machen wir das hier rein. Und da würde ich sagen, wir gehen noch mal eine Runde spazieren. Ja, es ist mittlerweile hier dunkel geworden. Haben wir eine Lampe oder sowas? F. L, wir haben zwar irgendwas, was ein bisschen leuchtet hier, aber der Brüller ist es nicht unbedingt, ne? Ja, ich hoffe, ihr seht was. Das war falsch. Was? Ist hier was? Nee. Nee, okay. So, da gehen wir nochmal rein. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das hier sowas wie ein Atmosphärendom. Generiert eine brauchbare oder atembare Atmosphäre in einem Dom. Herum um sich selbst wird es bereitgestellt. Oh, wenn du... Was? Wenn du zwei davon in einer Reihe ausstellst, führt es zur Sauerstoffvergiftung. Was? Was ist denn das hier? Was ist das für ein Spiel? Wir wollen es mal nicht so surreal haben hier, danke. So, ich will mal ein bisschen laufen. Keine Ahnung, wo hier der Durchbruch sein soll. Hm. Kann ich hier eigentlich ins Wasser gehen? Ja, kann ich.
nichts mehr. Power level of your laser and reset to basic when we left ARC. Roland, what are our options? Okay, ich geh erstmal Sauerstoff holen. We do not have the credits or connection to ARC required to purchase an upgrade capable of mining this debris. Wo ist man denn hin? Dahin. Basic mining explosives are likely to be capable of fracturing debris. Creation of explosives is possible using reagents found in excavations. Okay, we can do that. I'll need to build a crafting bench back at the outpost, but I should be able to refine everything I need from what we can find around here. Wonderful. Goal updated. Manufacture mining explosives at crafting bench and gain access to inner caverns. Okay. Wie viel habe ich denn jetzt, Ja, nicht das, was ich brauche, ne? Okay, ich gehe nochmal jetzt dann den Durchbruch machen, wenn ich den Weg nochmal finde. Wo war denn das jetzt, Haben wir hier schon reingeguckt? Ja, sieht so aus. Eigentlich war es da hinten am See, ne? Genau, ich nehme mal die Zweier, die Große, und hoffe, dass das funktioniert. Okay, mit dem machen wir nicht viel. Dann werfe ich mal. Haben wir Schaden genommen? Nee. Ach, nee. Das war ja nichts, ne? Was brauche ich denn davon? Kann ich ja gar nicht herstellen. Muss ich noch was finden? Da ist der Ausgang. So. Ja, ja. Okidoki. So, was steht da? Unlock die Möglichkeit, Crushstone und Smeltmann zu finden. It's not without its risks. Nothing ventured, nothing gained, Roland. Without risk, there's no reward. You humans do seem to rather enjoy them. Well, it's true. You can sit back and go to your life. Or you can put yourself out there and take a chance. I wanted to take a chance. Well, I'm with you. We'll give it our best shot, eh? Gut, wir sind erstmal voll, denn ich brauche nämlich wieder neue Sachen zum Bauen. Hm.
Das heißt, ich brauche Baublöcke. So. Können wir mal hier reingehen. So, da kann ich mal das reintun. Das. Kann ich da ein bisschen was rausnehmen. Da noch ein bisschen was reintun. Wunderbar. So, das können wir mal hier mit reintun. Aber es ist schon ein cooles System, muss ich mal sagen. Gefällt mir. So ein bisschen viel Ressource, aber trotzdem. So, haben wir. Was haben wir denn hier noch drin? Da habe ich auch noch ein paar. Da habe ich auch noch ein bisschen was. Da haben wir auch noch was. Sehr schön. Da haben wir wieder eine ganze Menge. Und jetzt muss ich mal gucken, was wir bauen können. Ich brauche auf alle Fälle jetzt den hier. Und da brauche ich 5. Das habe ich nicht. Hier habe ich das, habe ich auch nicht. Ich brauche dafür den Schmelzer. Dann kann ich das machen. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen erstmal hier eine Struktur hinein. Und zwar genau da. Ja. Könnte man hier noch das dran bauen. Das stört aber das. Das kriegen wir aber hin. Warte mal. Ich kann aber hier raus. Funktioniert das? Ja. Und das siehst du. Herrlich. Ja, dass es jetzt leider so dunkel ist, ist leider ein bisschen schade, aber was willst du machen? So, da ich nicht weiß, wie lange das Spiel geht, nehme ich es mal im Ganzen auf und zur Not unterbreche ich es dann. Genauso machen wir es. Wenn das jetzt 2,5 Stunden werden sollten, machen wir 2 Teile draus oder so. Und dann sehen wir weiter. Gut, ich kann weiterhin bauen. Das werde ich auch tun. Und zwar das Ding hier. Wir müssen noch genug haben dafür, oder? Das sind die letzten. Ja, die, dann baue ich das mal. So, Baumenü aufmachen. Stehen wir im Weg? Sollte es die Möglichkeit sein oder ist das Gerät im Weg? Könnte ja fast der das Ding dort im Weg sein, ne? Wir wissen es nicht, der zeigt es leider nicht an. Das wird im Weg sein. Okay. Ja gut, dann ist das so. Ich habe leider jetzt nichts mehr zum Sprengen. Ich kann auch noch nichts herstellen. Das war auch nicht so schlimm. Ich glaube, ich bin voll, ne? Ja. So, dann kommt das hier rein. Ich werde ja ein bisschen mal was davon aufheben, irgendwie. Mal ein paar. Reintun davon. Gar nichts. Das brauche ich dann für den Schmelzer. Ja, dann ist das so. Das kann ich auch nicht reintun? Nö. Das ist ja ein Ding.
So, für den Schmelzer brauche ich noch solche Sachen hier. Und zwar das hier. Das heißt, wir müssen nochmal in die Höhle gehen. Und uns dort das entsprechende Zeug holen. Mhm. Da sind wir voll. Ich brauchte die richtigen Sachen dafür. Weil da könnte man nämlich die Produktion vielleicht aus unserem Wohnbereich auslagern in den nächsten hinten. Mit einem Durchgang sollte das ja wunderbar funktionieren. Was, ich nehme dich mal mit hier. Das sind Pflanzen, die will ich ja nicht haben. Ich will die Erze hier haben. Da war wieder was Gutes dabei. Ja, sehr schön. 22. Okay, ich komme wieder. Jetzt will ich mal gucken, wo ich hin muss. Dahin. Lauf. Ja, hat ein bisschen Leben gezogen. Ist nicht so schlimm. Kriegen wir alles hin. Also ich sag's nochmal, sollte das Let's Play unterbrochen werden in zwei Teile, weil es so lange geht, dann würde ich es so machen, dass es einfach dann geschnitten ist. An der günstigen Stelle und dann sehen wir uns da wieder. Sollte das jetzt schon passiert sein, dann begrüße ich euch zurück zum zweiten Teil. Wir werden sehen. Okay, das sind wir voll. Dann geht's erstmal zurück. Und hinaus. Sah so aus, als wäre wieder Tag, oder? Nö. Naja. I'm sure that Sam and Rachel are well. Mark's pension plans are generous compared to those of the other big five megacorps. I think you're being generous, calling them generous. I did say in comparison. I am sure they are fine, Maeve. Try not to worry. So.
So, da kommt wieder was dabei rum, sehr schön. So, jetzt brauche ich zum Bauen dieses Ding hier, genau. Muss man mal drehen. Das würde ich dann ganz gerne hier mit anschließen. Jawohl, haben wir. Mal gucken, was er hier nimmt. Und zwar das und das. Okay, er macht aus zwei, macht er direkt das ohne Grünzeug mehr. Mhm. Und die kann ich schon mal reintun. 2:1. Damit haben wir wohl diesen Barren hier, ja? Okay, dann haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Ja, so weit hatte ich es für uns auch noch nicht. Gut, das kann mal hier mit rein. Okay, haben wir. Da sieht das auch schon ganz gut aus, siehst du? Das kann hier mit hin. Das kann ich damit reintun. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Das haben wir übrig. Müssen wir erstmal was rausnehmen. Okay. Your first metal bar. Are you proud? I sort of am. Ach, das war's falsch. This beats melting scrap in a plant-powered junk box any day. Those days are gone. Okay. Now you can melt scrap in a high-energy furnace powered by a nuclear battery. The inexorable march of technological progress. So, dann können wir mal schauen hier. Ich bräuchte dann diese Crafting Bank. Da brauche ich 15 und 2. Das ist doch wohl machbar. Jawohl. 15 und 2 davon. Das habe ich. Das habe ich auch. Warte mal, wir drehen das mal. Hier habe ich nichts mehr drin. Hier habe ich auch nichts drin. Definitiv war hier was drin. So, dann können wir die rein theoretisch bauen. So. Hier hin. So, ich setze das alles mal um hier. Damit unser Platzproblem uns nicht behindert. Und jetzt sollte die ja hier hinpassen, ja? Passt die nicht hier hin? Haben wir nicht genug Strom? (3, 6, 9, 12, 15). Wie viel brauchst du? 0. Du brauchst ebenfalls 0. Du brauchst 2, 4, 6. Ressourcen habe ich genug. Das ist nicht das Problem. Der will die einfach hier nicht bauen, ne? Ja, okay, dann machen wir das anders.
Ich hoffe, die ganzen Gerätschaften sind drin noch intakt. Das wäre echt nett. Jo, das sieht gut aus. Okay. Und dann gehe ich nochmal ins Baumenü. Und da haben wir es. Sehr gut. Dann können wir jetzt hoffentlich die Bank setzen, wenn wir noch genug Ressourcen da haben. Haben wir nicht. 15, wir haben 9. Kein Problem, da muss ich was organisieren. Aber ich kann das dann später hier umräumen. Jawohl. Dann schaue ich hier nochmal rein. Hier haben wir von dem Zeug. Und ja, da fehlt mir aber Zeug. Kein Problem. Gut. Mit dem Wasser sammeln finde ich hier total prickelnd. Wo habe ich denn das jetzt hingetan? Nee. So, wunderbar. Okay, dann schauen wir mal, wo wir hier noch Eisen bekommen. Hier vorne liegt noch was. Wir brauchen 6 Barren. Also 6 mal. Liegt noch was? Wie gesagt, ich hoffe, es ist euch nicht zu dunkel. Ne? Ja, das könnte reichen. Das könnte reichen. Ja, zum Glück kann man das umsetzen. So. Ja, wir werden das alles noch mal ein bisschen dann in den Raum rüberräumen, aber im Moment ist es das erstmal. Jetzt wollte ich mal gucken, das war das. Ja. Wir können wunderbar hier reingehen. Sehr schön. Gut. Die Sachen müssen wir ja noch haben. Ich brauche jetzt bloß vom Schmelzer hier die... Genau. Wunderbar. Und dann kann ich den Rest schon hier rein tun. Jupp. So, wunderbar. Haben wir auch. Dann einmal rüber in den Raum. Und mal gucken, ob das jetzt funktioniert. So. Oh, das sah gerade so aus, ja. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir. Dann Crafting Panel öffnen. Mining Explosives. Ach, das waren Terraforming Charges. Die waren nicht für unter... okay. Frame. Aha. Basic Electronics. Mhm. Und das sind hier die Mining-Dinger. Boah. 2 willst du... Nein, du willst mich ja trollen, oder? Oh, da habe ich so gute Sachen dort verschwendet, ne? Das kannst du nicht glauben, du. Glowstick, was machen die denn? Ein chemischer Glowstick, Biolumineszenz, blam 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 blam.
bereit oder stellt bereit einen konfigurierbaren Marker auf dem Kompass, wenn geworfen. Aha. Okay, ja gut. Ja gut, dann ist es so. Ich finde es aber gut, dass die Tische überall auf das Inventar zugreifen. Das gefällt mir schon mal sehr. Macht einen sehr guten Eindruck. Das ist das Zeug hier. Das ist das. Ich brauche... Wo ist denn jetzt... Ich habe das doch nicht alles verbraucht, oder? Nee, das können wir da nicht alles verbraucht haben. Wo ist denn das hin? Hat der drei gebraucht? Der hat doch bloß zwei gebraucht, oder nicht? Warte mal. Der braucht... zwei. Wo ist denn der dritte hin? Kann ich das mal wissen? Wo ist denn der dritte hin? Den hatte ich doch im Inventar. Na, das ist ja mal blöd. Der dritte ist weg. Aber vielleicht sollte man wirklich nur das rausnehmen, was man braucht. Das ist ja jetzt echt doof, ja. Okay, ich brauche also das hier. Good job, Maeve. Explosives crafted. Ach! Now we can get through that rock wall and see what's on the other side. Wir haben es schon verbraucht. Okay. Gut. Wie liege ich denn in der Zeit hier? Ja. Ich muss nochmal zurück in die Höhle. Ich muss nochmal in die Höhle. In die Höhle des Löwen. Und ich brauche noch was von dem... von den Erzen hier. Kann das sein, dass sie wieder nachspawnen? Das wäre ja mal praktisch. Und hier drüben leuchtet irgendwas. Das haben wir auch noch nicht geholt. Bauplan für... eine Trinkkanne. Kann ich die einsammeln? Nee, ne? Nee. Ist das eine Kiste? Ja, komm, lauf, Mädel. Wo müssen wir lang? Hier geblieben. Hier müssen wir lang. Ja, ist nicht viel Sauerstoff, was wir haben, aber wir haben solche Barrieren auf jeden Fall. Ich habe das auf die 3, könnten wir mal legen. Ja. Haben wir. So. Hier nochmal schnell was holen. Wir sind voll. Ich werde noch mal gucken, ob der eine hier reicht, den wir dabei haben.
Da hinten sollte der Durchgang sein. So, 3 ist ausgewählt. Ja. Reicht das schon, um durchzukommen? In der Tat. Ich habe keinen Sauerstoff. Okay, das mit dem Sauerstoff hatte sich gerade erledigt. Haben wir unser Inventar verloren? Da glücklicherweise nie. Was ist denn das? Silizium. Silizium? Silizium. Ja, Silizium. Okay, cool. Gut, dann können wir das mal hier rüber tun und das. Jawohl. Das kann hier rein. Davon könnte ich mal was zurücktun. Das können wir mal mitnehmen. Das kann hier mit rein. Genau. Ja, wunderbar. Okay. Ich brauche auf alle Fälle was, um dieses Zeug hier zu machen. Und da brauche ich diese Brocken. Wo habe ich die denn herbekommen? Grey Metallic Erz. Das habe ich jetzt nicht so bekommen, ne? Bisschen schade, aber gut. Ich brauche es auf alle Fälle. Da müssen wir nochmal reingehen. Und danach müssen wir dann mal was essen. Wieder. So. Ja, mit die Wassersammler, ne? Da bräuchte man wahrscheinlich auch ein paar mehr. Es gibt mehr mal wohl den Bauplan für diesen komischen Wassergenerator, ne, bekommen. Warte mal, ich muss hier hin. Das will ich auch noch mitnehmen, ja. Sind doch nicht schon wieder voll. Willst du sie mitnehmen? Achso, war nicht zu mitnehmen. Gut. Dann lassen wir das so. Gnade vor Rechter gehen. So. Okay, 25 Kilo haben wir noch. Ich würde nochmal mit euch so reingehen in die Höhle. Wir sollen ja schließlich den tieferen Zugang finden. Ja, dieses gute Erz, was wir brauchen, das finde ich nicht mehr, ne? Zeug. Das nehmen wir gleich mal mit. Schön. Wir kommen da nicht weiter. Warum? Okay, dann sind wir nicht gestorben. Wir teleportieren da automatisch zurück. Das ist natürlich ein Problem. Okay, jetzt müssen wir mal gucken.
Den hat man hier. Das ist schon mal der richtige. Und das Eisen, das, ja, das tue ich mal hier drüben mit rein. So, dann kann das hier durchlaufen. Ah, guck mal, hier haben wir wieder was. War das nicht das, was wir hier brauchten? Aha. Okay, also ist der Zulieferer sozusagen für die gewissen Sachen schon wieder vier. Das kommt aus dem hier, ne? Aus dem Sand. Ne, aus dem kommt das. Oh, cool. Da haben wir wieder vier. Das bringt uns hier drüben zwei, ne? Das sind immer zwei, ja. Okay. Das ist okay. Jo. So, die nehme ich mal raus. Und ich brauche jetzt die Sachen hier. Da habe ich auch nicht so viel. Das können wir aber, glaube ich, ändern. Irgendwo haben wir da noch einen Vorrat. So, wunderbar. Ne, das ist die falsche Richtung. Da will ich hin. So, muss ich mal gucken, wie wir das hier machen. Die Sprengladungen. Ich weiß nicht, ob wir noch welche brauchen. Close-Sticks, die habe ich nicht dabei, aber die haben wir im Inventar. Er greift drauf zu. Machen wir mal 5 Stück. Weiß sowieso nicht, was ich damit anfangen soll. Frucht von einer Glytus-Pflanze. Öfters gefunden in Höhlen. Im Untergrund. Toxisch. Oh, ist toxisch. Können wir nicht essen. Aha. Ja, dann können wir es auch alle machen, ne? Sprengsachen, weiß ich nicht, ob wir es noch brauchen. Das wäre noch was fürs Terraform. Was? Was ist denn das? Oxid? Aha. Ja gut. Haben wir das auch geklärt. Ich weiß bloß nicht, warum wir da zurückteleportiert werden die ganze Zeit. Ich nehme trotzdem mal 3 Stück mit. Machen wir einfach mal. Wenn alles gut läuft, kriegt man das ja wieder. Und dann ist das auch nicht so schlimm. So, okay. Das ist... Nee, das brauchen wir hier. Okay, das war andersrum. Haben wir nicht, haben wir nicht. Okay, und hier... Oh, schöne viele Sachen hat er hier gemacht. Sehr gut. Okay, ich tue das mal zurück. Das brauche ich nicht und das. Und die Sprengsachen habe ich nicht mitgenommen. Die Glühdinger nehme ich mal mit. So. Okay, Essen trinken wollte ich noch. Haben wir noch was? Ja, sieht gut aus. Pilze nehme ich auch mal. Haben wir denn unseren Ofen? Der Ofen war da. Ja, dass es hier so lange dunkel ist, ist ein bisschen schade. Ist irgendwie doof, ne? Aber vielleicht kann man das auch wegschlafen. Wir brauchen das die ganze Zeit nicht. Hängt irgendwie gerade. Das Spiel gesprengt. Was kann man denn hier machen? Pilze, Wasser und Blätter? Können wir eine nahrhafte Suppe machen? Pilze? Die Blätter habe ich nicht. Wasser habe ich auch nicht. Ist das, ist das ein großes Wasser? Nee, ein kleines. Okay. Dann, so eine Pflanze haben wir nicht in der Nähe, nee. Dann hole ich mal schnell. Ein
So, die sind erstmal fertig. Dann mache ich hier noch ein paar, dass wir das erledigt haben. Jetzt würde ich so eine Suppe machen wollen. Die fügen wir mal hinzu und dann schauen wir mal, was da passiert. Genau. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, was hat die denn für Werte? 14 Energie, 17 Nahrung, 25 Hydration. Weißt du was? Die nehmen wir gleich mal. Und hier haben wir auch ein bisschen was. So, und dann nehmen wir noch ein Wasser. Und schon sieht das ganz gut aus, wieder unser Wert. Wir werden jetzt mal das Bett testen, ob man hier schlafen kann. Sleeping will pass, time safety. Ach, okay. Nun wäre Mittag, Nacht. Dusk till Dawn von früh. Und Dawn ist eigentlich. Was ist nun der Unterschied zwischen Dusk? Dusk ist früh und Dawn ist ja auch früh. Ich mach mal Dawn. Das ist der frühe Morgen und Dusk ist so. Ja, da wir ja keine Uhrzeit, glaube ich, haben hier. Ich sehe zumindest gerade keine. Ja, dann haben wir es auf alle Fälle wieder hell, ne? Ist angenehmer. Und. Läuft. So, das nehme ich mal mit. Halt, andersrum. Also Dorn ist der frühe Morgen und das ist wahrscheinlich so der, ist aber so 9 Uhr vielleicht, keine Ahnung. 8 Uhr. Und das andere ist so vielleicht früh um 5, um 4, um 3, um 6, keine Ahnung, je nachdem, wenn es losgeht. Sonnenaufgang oder so. Irgendwie so. Am Ende ist auch nicht so wichtig. Das heißt, so vom Dusk till Dawn oder Dawn ist auch der Morgen oder der Anfang, der Tagesbeginn. So, das war da hinten und wir springen immer wieder zurück. Ich würde gerne mal wissen, warum wir hier zurückspringen. Explore the area past the cave in. Und wir springen wieder zurück, ne? Okay, das Spiel sagt uns also, da hast du noch nichts zu suchen. Dann machen wir das anders. Es ist ja auch eine Kennenlernsache. Wir haben das alles gebaut. Wir haben die Plattform, haben wir, die Beleuchtung. Da können wir mal gucken, ob wir das da haben. Jo, das haben wir auf alle Fälle da. Müssen wir mal gucken, eine Beleuchtung. Was macht das? Ist das drin oder draußen? Ein Lightstick. Ein kleiner tragbarer Lightstick. Ah, okay, den kann ich in der Hand halten. Ist sowas wie eine Taschenlampe, Streichholz, Fackel. Mhm. Oder? Macht 5 Stück so einer. Oder ich kann die dann hinstecken, dann ist es ausgeleuchtet, dann ist es nicht so dunkel. Ne? Hier hat man die nächste Kiste. Die können wir nochmal bauen, wenn wir wollen. Ja. So, ist dann dasselbe wie das. Dann haben wir hier noch ein paar Möbel. Da hätten wir hier auf alle Fälle. Warte mal, ich gehe mal hier rüber. Hätten wir hier mal einen Stuhl für unseren Schreibtisch. Ja, wir können nicht so nah ran. Was haben wir noch? Furnitures. Dann haben wir hier einen Tisch. Ein Tisch ist ja ganz nett. Warte mal, ich brauche mal ein paar Ressourcen irgendwie. So, dann gehe ich nochmal ins Baumenü. Von Nietzsches haben wir hier ein Tischlein. Können wir mal so machen. Ja. Und dann könnte ich mir noch einen Stuhl ransetzen vielleicht. Oder haben wir noch Dekoration? Ach, ist das was für die Ecke? Oder fürs Bett daneben? Warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Ich bewege das erstmal hier rüber. Gerade. Jupp. Ach, das geht nicht hier rein.
Das ist ja wieder mal interessant. Und das hier geht auch nicht rüber? Nee. Ist das dann vielleicht der Wohnbereich? Aber der hat gar keine Fenster. Das ist ja zumindest nicht so... okay. Energiebereich vielleicht? Der ginge hier rüber. Den setzt man in die Mitte. Ist auch nicht ganz symmetrisch, ne? Ja, hier wäre die Mitte ungefähr. Setzen wir es halt dahin. Kann ich das Bett bewegen? Okay, das ginge. Dann setze ich den aber wieder rüber. Mein Nachttisch. Noch mit in die Küche hier. Das können wir mal ein bisschen separieren. So. So in etwa könnte man sich das vorstellen. So, Dekorationen haben wir. Haben wir die ganzen Dosen jetzt eingesammelt? Nee, ne? Ich mach das mal. Soll ich jetzt 29 Büchsen irgendwo hinstellen? Weiß ich nicht. Dirt Pit. Da könnte sein, dass man da was anpflanzen kann, ne? Power. Haben wir den nächsten Reaktor hier. Okay, dafür brauche ich 3 von denen. Der Biomasse-Generator. Der bringt bloß... Was, der bringt 3? Okay. Ja gut, aber... Das haben wir ja nicht mehr hier, ne? Inventar ist das, was wir bei uns tragen. Okay, also den Generator, das könntest du durchaus nochmal machen. Ne? Aber... Ja, was es am Ende bringt, weiß ich auch nicht. Gut. Okay, ich bin mir ziemlich sicher. Erkunde. Das Gebiet nach der. Ach so, ich bin ja hier drin. Das Gebiet nach der Höhle sollen wir erkunden. Aber wir kommen nicht rein. Okay. Wir gehen nochmal gucken, ob wir noch was anderes sehen. Aber ich glaube. Da ist nicht viel. Ich kann jetzt nochmal versuchen, mich mit den 3, die ich dann habe, durchzusprengen irgendwo. Aber definitiv geht es hier wohl nicht weiter in der Demo. Ich finde es trotzdem ein sehr spannendes Spiel. Die Nacht kann man wegschlafen, haben wir auch festgestellt. Hat auf alle Fälle was, gefällt mir. Und was leuchtet dort blau? Das ist eine Kiste. Okay. Hier ist der Durchgang. Wir können mal hier reingucken. Wir sehen also hier offenes, weites Land hier hinten. Ja. Das ist der Horizont, Berge, Bergkette. Wir haben hier neue Bäume, aber wir kommen hier nicht weiter. Da ist wieder eine Kiste, da ist ein neuer Bauplan eventuell. Neue Ressourcen vielleicht, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel und vor allen Dingen auch wirklich wunderbar entspannend. Na, ich hole das jetzt nicht. Gefällt mir echt gut. Kann man was draus machen, wer das mag? Gerne. Ja, schauen wir mal, was sich so tut bei dem Spiel. Ich behalte es auf alle Fälle im Auge. Und dann werden wir mal schauen, ob das was in der Zukunft für uns ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, am Ende sind es jetzt... ich lasse das jetzt als einen Teil. Ja, und wünsche euch viel Spaß damit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.